das Portal, das dich hierher gebracht hat und wieder zurückbringen wird. Es ist also hier drin? Freut mich, dass es dir bei uns gefällt. Aber jetzt ist Weitsicht gefragt. Je länger du hier bleibst, desto größer ist die Gefahr, dass etwas aus den Fugen gerät. Du hast eine Aufgabe, die du nur in deiner Zeit erfüllen kannst. Nutze, was du hier gelernt hast, damit das Opfer unserer Freunde nicht umsonst war. Metheon ist irgendwo da draußen. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis die letzten Tage anbrechen. Wenn sie kommen, müssen wir vorbereitet sein. Abwehrmaßnahmen müssen ersonnen und Fluchtwege abgewägt werden. Es gibt eine Menge zu tun. Natürlich nur im kleinsten Kreis. Wenn herauskäme, dass unzählige Planeten ihr Ende förmlich herbeigesehnt haben, würden wir Metheon direkt in die Hand spielen. Wir dürfen nur jene einweihen, die diese Bürde tragen können. Gerne hätte ich auch den Konvent der 14 eingebunden. Aber Hermes wollte eine unvoreingenommene Sichtweise wahren. Schwer zu sagen, wie er reagieren würde, wenn er die Wahrheit erführe. Und weitere Feinde können wir nicht gebrauchen. Bleiben er und der Konvent jedoch ganz außen vor, wird es schwierig, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, wenn die Zeit gekommen ist. Eine vertrackte Situation. Vermutlich bleibt mir nur getrennt von den anderen zu agieren. Wie es auch kommen mag, wenn wir diese Sache vollständig aus der Welt schaffen wollen, müssen wir Hermes eine Antwort auf seine Frage liefern. Ihm zeigen, dass wir den Sinn unseres Lebens verstehen. Es wird darauf ankommen, wie wir der unausweichlichen Hoffnungslosigkeit und dem drohenden Tod begegnen, wenn die letzten Tage anbrechen. Wenn wir einfach nur abwarten, wird uns dasselbe Schicksal ereilen wie unzählige Planeten vor uns. Weder würden wir die letzten Tage überleben, noch hätten wir eine Chance, Metheon zu besiegen. Wir müssen einen Weg finden, wie wir der Hoffnungslosigkeit entgegentreten können. Und so viele wie möglich auf diese schwere Reise vorbereiten. Es wird nicht einfach sein, zu den Seelen so vieler durchzudringen. Doch ich habe stets an unser Potenzial geglaubt. Es wiegt schwerer als all unsere Fehler. Und deshalb werde ich nicht aufgeben. Die Welt, in die du zurückkehrst, ist womöglich eine andere. Vielleicht ändert sich wegen des Gedächtnisverlustes unserer Freunde aber auch nichts. Wie es wirklich sein wird, wissen wir erst, wenn die Zeit gekommen ist. Ich werde jedenfalls nichts als selbstverständlich ansehen und immer mein Bestes geben. Und dasselbe erhoffe ich mir von dir. Schreite an meiner Seite, bis zum Schluss. Für jeden Schritt, den du tust, will ich auch einen tun. Und jene, die an die Zukunft glauben, werden uns dabei begleiten. Und am Ende werden wir die Kraft in uns finden, mit der wir der Verzweiflung trotzen können. Wir werden das Lied vom Ende verstummen lassen. Die, die es singt, soll erfahren, dass unsere Reise noch längst nicht vorüber ist. Das verspreche ich dir. Licht der Zukunft. Leb wohl. Auf dass wir uns eines Tages wiedersehen.
Hiermit übernehme ich das Amt des Vandanien und werde mich mühen, es mit Ehren zu erfüllen. Mein Blick ist auf den brennenden Himmel gerichtet. In diesem Moment. An diesem Ort. Die fallenden Sterne sind Tränen. Das Meer wird von Klagen getrübt. Verzweiflung lässt die Bäume verrotten. Furcht verwandelt Magie in Abscheulichkeiten. Das maßlose Leid derer, die vor uns gehen. Ein Lied, das Ende jener besingt, die einst nach einer besseren Welt streben. Im Versagen. Was am Rande des Universums nistet, ist nicht länger ein Geschöpf der Hoffnung. Es ist der Inbegriff aller Zerstörung. An jenem Tag opferten wir die Hälfte der Unseren, um Zodiac zu beschwören. Verborgen unter dichtem Äther konnte Aetherus dem Grauen der letzten Tage entrinnen. Weiter. Angstvolle Wesen erinnerten uns daran, dass der Tod am Ende unausweichlich ist. Für manche war das zu viel zu ertragen. Sie klammerten sich an die Glückseligkeit vergangener Tage, als all das noch nicht existierte. Ich kann es nicht länger mit ansehen. Wozu all dieses Leid? Alles soll wieder werden, wie es war. Ich will unser Paradies zurück. Unsere herrliche Welt. Nein, meine Freunde. Das Leid existiert. Und wir dürfen es nicht verdrängen. Selbst die mächtigsten Zivilisationen können es nicht ausmerzen. Wenn wir leben wollen, müssen wir es akzeptieren. Wir dürfen diese Tragödie nicht vergessen, sondern müssen sie in unseren Herzen tragen. Nur so erlangen wir die nötige Stärke, die man zum Leben braucht. Nein, ich kann und werde diese Realität nicht akzeptieren. Wir können sie uns zurückholen. Eine Welt frei von Leid.
Nein, das können wir nicht. Auch wenn wir seinen Fängen bisher entkommen konnten, so hat dieser Schmerz doch schon immer existiert. Seht es endlich ein, Leben zu opfern, um Leben zu schaffen. Immer und immer wieder, nur um das Alte zu wahren. Das ist nicht weise, sondern töricht. Werdet nicht zu Knechten der Unbeschwertheit. Kein Reich ist jemals perfekt. Irgendwann findet alles ein Ende. Zodiac, Gott geschaffen von unserer Hand, bitte erhöre unsere Gebete. Wie du Leben nimmst, so segne uns damit. Führe uns zurück zu besseren Tagen. Zu Tagen, an denen der Planet unsere Liebe erwiderte, und wir nichts als Glück und Zufriedenheit kannten. Willst du eine solch schöne Welt wirklich vernichten? Der endlos weite Horizont. Ein Himmel, in dem man versinken kann. Der ruhige, aber stetige Atem der Natur. Dazwischen jene, die alles mit Leben erfüllen. Ihre Gesichter und Stimmen wärmen mein Herz wie nie etwas zuvor. Sie alle sind wie ein Schatz für mich, den ich beschützen will. Den ich liebe. Trotz alledem oder gerade deswegen glaube ich fest an unser Potenzial. Daran, dass wir allen Widrigkeiten trotzen können. Drum ist es Zeit, den Blick nach vorne zu richten. Wir sind an eine Gabelung unseres Weges gekommen. Die Flüge zum Paradies. Eure flüchtige Allmacht, ihr braucht sie nicht mehr. Dies ist der Beginn einer neuen Reise. Wo man auch hinblickt, Schmerz. Er sticht im Herzen und schnürt einem die Kehle zu. In der neugeborenen Welt gibt es nichts als Leid. Leben kommen und gehen wie Wimpernschläge. Doch sie schreiten unaufhaltsam Neuem entgegen.
Jeder Moment, von der Geburt bis zum Tod, ist Teil einer Suche nach Antworten. Warum ward uns Leben gegeben? Sind wir doch des Todes geweiht? Erhebt sich das schwache Klagen so kraftvoll? Trotz eurer Unvollkommenheit oder gerade deswegen setzt ihr eure Suche unentwegt fort. Such weiter nach einer nie erstarrenden Kraft, umso mehr, da du vom Ende weißt. Such weiter, einen verwirrten Schritt nach dem anderen. Such weiter nach Freude in den dunkelsten Stunden. Nach dem letzten Licht inmitten der Verzweiflung. Nun stehen unsere Zeitalter kurz davor, sich ineinander zu verflechten. Wenn sich dir der Sinn meiner Worte erschließt und du auf deiner Reise jene Kraft in dir gefunden hast, dich selbst der grausamsten aller Prüfungen zu stellen, dann werde ich das Versprechen einlösen, das ich vor so langer, langer Zeit gab.